Hallo, herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt Assassin's Creed Origins. Ich bin der Rob, ich spiele das Ganze mit euch und möchte mich jetzt erstmal bei BF, also bei Battlefield Fan, nehme ich mal an, heißt das Ganze, hat auch Battlefield als Profilbild, bei BF Fan bedanken für sein Lob, dass er eben bei mir am liebsten Assassin's Creed schaut, weil ich das Ganze noch schön spannend rüberbringe. Also, wir sind jetzt hier Hauptmission. Habe ich euch ja versprochen, die Lügen des Skarabäus. In der letzten Folge haben wir gegen den Phylakes gekämpft und ja, war nicht ganz so atemberaubend. Und jetzt schauen wir eben mal, ob wir den Skarabäus aufhalten können hier im alten Ägypten, der so viel Unwesen treibt, der so viel Schindluder betreibt, Menschen im Sand einbuddelt, verdursten lässt, Hände abschlägt, also... Ihr seht das alles nochmal, was er so alles macht in der Folge der Skarabäus. Aber jetzt müssen wir auch erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen unbemerkt vorbeikommen. Ich will jetzt nicht gerade in das Vor reinreiten, wir reiten mal außen rum. Vielleicht kann man ja auch eine Schnellreise machen dahin. Ich wollte jetzt eigentlich ohne Umschweife... Ja, kann ich. Ich war schon mal hier. So, gut, und jetzt können wir erstmal kurz ein bisschen labern. Für alle Livestream-Fans gibt es jetzt auf Twitch TV, ihr findet den Link dann immer unter dem Video, For Honor, dieses etwas ältere Gekloppe-Spiel, wo es mit Wikingern, Samurais und Rittern eben so richtig zur Sache geht. Und ja, das seht ihr entweder beim Uwe, bei mir, oder bei uns beiden gleichzeitig, je nachdem. Meistens dann abends. Schaut einfach mal rein. Geht einfach auf Twitch TV, Absturz Auerbach oder Dark Uwe. Und aktiviert dort das Glöckchen, damit ihr dann immer erfahrt, wann wir live sind. So, jetzt aber genug gelabert. Jetzt sind wir hier in Letopolis. Und kümmern uns um die Hauptmission. Ja, hier bin ich durch Zufall schon mal hingekommen. Wegen einem Papyrus-Rätsel. Habe ich natürlich auch erledigt. Alles war jetzt nicht so schwer, dass ich es aufnehmen musste, von daher alles gut. So, die Tagwa, da hat mich ja jemand davor gewarnt, nämlich der gute Lebe. Meister Tahaka, mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka, der große Planer aus Sais und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie, deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Na gut, dann gehen wir mal mit rein. Oh, ist aber dunkel, wollte ich gerade sagen. Ladebildschirm. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Hey! Die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Da kommt ein Sandsturm. Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib in meiner Nähe! Lass dich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Schlag diese Scheißkerle zurück! Sie kommen aus dem Sturm! So, komm her.
Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Elendischer Mistkerl! Ja, Sandstürme sind schon immer gefährlich in der Wüste. Jetzt nur nicht verlaufen. Komm her. Wo geht's weiter? Komm schon, zeig es mir, Tahaka, los! Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Ja, genau. Ich zeige schon noch, wer Ägyptens Bester ist. Ich töte dich! Ja, machst du? Probier's mal. Ich weiß nicht, ob ich... Also Tahaka hat jetzt auch keine Lebensanzeige. Ich weiß nicht, ob er sterben kann. Das nehmen wir schnell noch mit. Ein paar Münzen. Jetzt rein in die Ruinen. Hier drin sind Verbündete. Ihr seht das an diesen Türkisen. Jetzt lässt er... Ich komme an den nicht ran hier, warum nicht? Der will nicht. Was ist denn hier jetzt los? Der trifft mich, aber seht ihr das? Hä? So, ihr habt das aber auch gesehen, ja? Also ich war jetzt nicht irgendwie zu dämlich oder so. Der hat einfach keinen Schaden gezogen. Ich sehe nichts. So, wo ist hier noch einer? Tahaka steht wieder. Ich sehe nix! Metropolis wird euch standhalten, Hunde! Sterbt, ihr Hundesöhne! So, wo ist hier noch einer? Kleine Ratte! Okay, der Tahaka steht wieder. Hey, halt deine Waffen bereit, klar? Bayek, du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Ja. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut, dann werde ich mich dir heute anschließen. Auf geht's! Treiben wir die Hunde zurück in ihre geliebte Wüste. Aber ich weiß nicht ganz genau, wo er jetzt hin möchte. Hier sind die Verbündeten. Komm, Bayek. Nimm deine Waffe und schließ dich uns an. Treue und tapfere Diener von Letopolis. Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Na klar, könnt ihr ja gerne machen. Oh, was stimmt nicht mit dir? Wie gesagt, eigentlich interessiert mich diese
Naja, internen Machtkämpfe gar nicht. Jetzt hier Banditen gegen Bürger. Aber wie er schon gesagt hat. Dieses Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. Ja, überreden kannst du versuchen, aber nicht erpressen. Nicht sagen hier, jetzt hilf mir dort und dort und dort. Töte alle im Banditenlager. Das Lager scheint unterirdisch zu sein. Okay, erstmal mit Zeno hier wieder genau suchen. Da haben wir einen Schatz. Okay. Ich hoffe, dass es keine Krokodile jetzt gibt. Weil dann kann ich den hier direkt ausschalten. Okay. Das nicht zu viele. Deine Zeit ist um. So, wo ist der nächste? Für mich ist das eher so ein Hinterhalt. Wisst ihr, was ich meine? So eine übertriebene Macht, die klingt jetzt hier reingeht. Ein paar Banditen da oben lagern. Aber die rennen hier alle rein. Tahaka metzelt hier gnadenlos alles weg. Oh Gott. Wow. So, ich will aber den Schatz gerne noch mitnehmen. Ich meine, so eine Überzahl gegen drei Mann. Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Faires Angebot. Ich würde dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Diese blutrünstigen Räuber haben mich entführt. Ich dachte, die Straße von Memphis nach den Kuppel wäre leer. Also wie gesagt, ich fand das Ganze jetzt ein bisschen übertrieben. So eine riesige Aktion für drei Mann. Huch, warte mal. Das Gute war eben, dass wir diesen Hauptmann so schnell erledigen konnten. So, hier oben steht Fangzahn noch rum. Fangzahn! Komm her, mein Schmuckstück! Auf geht's! Und egal, wie sehr wir uns beeilen, er wird sowieso eher da sein, Tahaka. Er wird schon an seinem Haus warten. Ich weiß nicht, wie er uns dann überholt hat. Aber er kann es einfach.
Das sind die Ruinen. Jetzt seht ihr das alles mal ohne den Sandsturm. Hier haben wir vorhin gekämpft. Hast du den Sandsturm gesehen? Ja, hab ich. Komm, Vater sagte, du bleibst zum Essen. Ja, mach ich. Diese Ladezeiten, herrlich. Schön, dass ihr es geschafft habt, Marit. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln. Und was ist denn, Bayek? Na klasse. Ist dir nicht wohl? Na klasse. Ach, warum sollte eigentlich auch alles gut laufen? Wir landen jetzt bestimmt beim Skarabäus. Eingegraben im Sand. Mögen die Götter gegen dich sein, Tahaka, bei allem, was du tust. Er ist das Skarabäus. Freie dich aus dem Sand, okay. Senno. Ah ja. Wo bist du, meine Liebste? Remo. Ich habe dich enttäuscht. Bitte, hasse ich nicht. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Ich kann mich nicht befreien, Leute, was soll ich machen? Hallo? Ich kann nur meinen Arm so ein bisschen bewegen. Du bist ein Schauspieler unter Narren. Scheint, als dürfte ich mich noch nicht so befreien. All das Blut. Und all die Rache. Doch wird dir das Frieden bringen? Ich hoffe mal ja. Du bist zu dem geworden, was du verfolgst und bestrafst. Ägypten getötet. Verstehst du? Na komm schon, Bayek. So, wir holen uns Fangzahn. Reicht hier. Fangzahn, komm. Mein Schmuckstück. Komm her. Guter Junge. Das ist nicht Fangzahn, das ist ein anderes Pferd. Senu, jawohl. Haha, Senu Strike. Klasse. Dir gnädig sein.
Wofür rüste ich mir meine Waffen aus? Level die auf. Damit ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Ich habe gedacht, ich kann jetzt hier irgendwas aufnehmen wenigstens. Aber ich habe Senu. Senu habe ich ja noch. Eigentlich hätte man sich auch so einen Knochen mitnehmen können. Oh, wenn ich meine Ausrüstung wieder hab, Tahaka. Oh, ich mach dich so kaputt. Du kleines, gelecktes Würstchen, du. Hast du dich echt mit Falschen angelegt? So, Ziel ist klar. Bleiben erstmal ein bisschen unerkannt, unentdeckt. Dann beschaffe ich mir meine Ausrüstung und dann gehe ich hier durch wie ein heißes Messer durch die Butter. Diese Zone ist tabu. Deine Mutter ist tabu. So, meine Freunde. Muss nur schnell was schauen. So, und jetzt sind wir auch hier. Wir können natürlich tatsächlich schauen, ob wir die komplette Ausrüstung noch haben. Ja, alles wieder da. Ihr seht also, ich bin schon ziemlich gut ausgerüstet hier. So, was haben wir hier noch? Den Brief an Sefetu. Sefetu nimmt diese Waffen. Okay, also der wollte unsere Waffen tatsächlich verschenken. Und da haben wir jetzt den Scarabeus Tahaka. Alles klar. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. In der nächsten Folge nehmen wir dann dieses Lager auseinander und werden uns natürlich böse, böse rächen für diese Aktion. Reingehauen, ihr Lieben! Du magst kein König sein, Bajek, aber du wirst Geschichte schreiben.